Hallo Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ja, zu den heutigen Map News gibt es ja leider nur Updates. Und wir fangen an mit der Landers um von Agrario Version 1.1. Und das ist im Prinzip nur so auf dieser Karte. Es gibt nur die Änderung, dass sie eben auf Motop veröffentlicht wurde. Leider nur für PC und Mac. Zusätzliche Mods gibt es auch, die man braucht. Und die werden aber automatisch, Gott sei Dank automatisch, wenn man das Spiel starten möchte, heruntergeladen. Ja, es scheint so, als wären hier im Prinzip 16 Höfe oder sowas ähnliches da. Oder schauen wir mal, was hier so angezeigt ist. Nein, ich glaube, es gibt 14 Höfe, 16 ist Landhandel, Sägewerk, Tierhandel, Fahrzeughandel. Ja, also wird alles schön angezeigt. 8 ist Landes- und Biogas. 9 ist Livecar, Lohnunternehmen ist 10. Ja, das hat ehrlich gesagt schon seinen bestimmten Reiz. Ja, natürlich möchte ich mich mit dieser Karte dann auch nicht zu sehr aufhalten. Ich schätze auf jeden Fall, dass hier alles verkauft werden kann. Ja, bis auf Bretter, Möbel gehen. Und ja, der Wachstumskalender wurde auch etwas verändert. Forst gibt's und ja, was soll ich sagen? Hier ist alles drauf, was man sich so vorstellen kann. Rundherum schaut sie auch schön aus. Startfahrzeuge haben wir natürlich auch. Und das sind nur zwei. Also kein Mietwäscher. Und ja, aufgeben tut auch alles. Und ja, Forst, wie gesagt, haben wir auch. 255 Grundstücke. Falls ich es noch nicht gesagt habe, es ist eine Vielfachkarte. Mehr Bodenwinkel für Precision Farming wurde es überarbeitet, auch extra noch. Und erweiterte Stoppelzerstörung gibt es auch. Also Stoppelzerstörung, so, dass ich das Ganze rausbringe. So, gut, dann hauen wir sich auf die nächste Karte. Mountain Hill 2022 ist die Karte Nummer 2, eine Vielfachkarte. Und ja, am Samstagsvideo hat es schon ein Update davon gegeben auf die Version 6.0.2. Und jetzt sind wir auf der Version 6.0.2.1. So, kurz durchschauen. So, Verträge haben wir, Tierstelle haben wir, diverse Größen. Zielkonform, hier sieht man das FM-Modding. Die ganze Karte Stafffahrzeuge sind keine da. Verkaufen kann man so, ich weiß alles. Multiplot haben wir auch. Ja, Zigaretten, Zigarren kann man herstellen. Papier und. Ja, der Wachstumskalender wurde auch natürlich angepasst. Ja, als Multiplot haben wir Tritikale, Roggen, Mohn, Dinkel, Weißkohl, Rotkohl, Karotten, Zwiebeln, Hanf, Tabak und Hopfen. Und sie sind auch alle eingetragen. Per Perfekt. Und das schaut so aus, als wäre das auch ohne Fehler. Natürlich ist das sowas immer perfekt. Ja, man startet im Februar und ja, eines Gutes hat es auch. Man braucht kein neues Safe-Game für die neue Version. Ja, es hat nämlich folgende Fehler gegeben. Schneemänner, Eisflächen und Weihnachtsbäume wurden entfernt. Die waren nach dem Neustart im April, Juni und so weiter plötzlich wieder sichtbar. Warum, schreibt der Mapper, weiß kein Mensch, der Fehler wird gesucht. Und das war das ganze Update dieser Karte. Gut, dann auf jeden Fall weiter zur nächsten, würde ich sagen. Nordfriesische Marsch von unseren Feed Action. Und ja, Version 2.6, die schon am Samstag rausgekommen, Samstag zu Mittag. Und ja, Version 2.6. Natürlich gibt es da auch wieder zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne. Ich habe jetzt einmal die ohne Gräben gestartet und was daran der Unterschied ist, zeige ich beziehungsweise sage ich euch gleich. So, was hat sich geändert?
bei allen beiden Karten, nämlich die Schweine bringen etwas mehr Gülle und Mist. Dann zwei neue Produkte, nämlich Lamm und Kalbfleisch. Dann wurde die Hoffläche etwas vergrößert. Ja, und mit den Staffelzeugen kann man anfangen, wenn man das so möchte. Ja, Hoffläche wurde jetzt etwas vergrößert, näher an die Häuser. Feld 38. Der Graben gehört nun zum Feld dazu. Ja, nur zur Info noch, so nebenbei, die Karte ist eine Vierfachkarte. Ja, der Trigger am Stadion wurde leicht vergrößert und ein Stück Land wurde für das nächste Update abgesperrt. Fragt mich jetzt bitte nicht, welches Gebiet doch das ist. Ich spiele die Karte leider, oder Gott sei Dank, ja, soll man leider nicht. Gut, und der Unterschied zwischen der mit und ohne Gräben ist, dass bei der Version ohne Gräben die Brücken wieder rausgenommen wurden. So. Und ja, ich verlinke euch natürlich alle zwei Versionen unten in der Beschreibung. Also ihr könnt dann euch selbst aussuchen, wie, was, wann, welche ihr wollt. So, Multifrucht haben wir Roggentinkel, Triticale, Luzerne, Möhren, also Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Lavendel und Weißkohl. So, gut, das war's mit der nordfriesischen Marsch. West End von Levis. Die neueste Version ist Version 1.0.0.8. Ein neuer Spielstand ist nicht zwingend erforderlich und man sieht schon, die Karte ist riesig. Es ist nämlich eine 64-fach-Karte, also 16x16 Karten. Ja, das heißt auch hier sozusagen im Wald hat man, ja, wie soll ich sagen, bisschen was zu tun. Das sind jede Menge Bäume, obwohl das nur so klein ausschaut. Und ja, das hier, so, hier in der Mitte, das besitzt man alles schon, wie zum Beispiel Schafstall und. Also da hat man sehr viel zu tun. Ja, und das war's eigentlich. Was, wie, was, wann genau hier verändert wurde, steht leider nicht genau. Und ja, Autodrive-Kurse gibt es auch für diese Karte. Und ja, Meist Plus funktioniert nicht auf dieser Karte. Und man sollte auch nicht das upgradebare Factories Mode nehmen. Das bringt die ganzen Fabriken durcheinander. Und die Fieldtypes genauso. So, Multifrucht haben wir auch. Roggen, Dinkel, Triticale, Luzerne, Karotten, Zwiebeln, Hopfen und Lavendel. Ja, Produktion hat man auch schon jede Menge. Tiere hat man auch jede Menge. Die muss man mal versorgen. Das Gute ist nur, dass man schon was drinnen hat. Sonst kommt man wahrscheinlich sowieso nicht nach. Staffelzeuge sind auch schon da. Und ja, der Wachstumskalender wurde auch um einiges überarbeitet. So, gut. Dann war es das mit den Karten und ja, es kommt noch was. Ja, die Umfrage hat wieder was ergeben. Nämlich, ich fragte euch das letzte Mal, was ihr von Karten haltet, die nur neu hochgeladen werden, als V1 deklariert quasi und ja, nur die Beschreibung auf Deutsch steht. 26% finden das in Ordnung, 13% ist das total egal und unnötig finden es 62%. Und ich zähle mich ehrlich gesagt zu den 62%, weil es ist eben die gleiche Karte und man kann sich das Ganze auch kopieren und in den Google-Übersetzer hineinwerfen und damit wird alles übersetzt. Also ist das wirklich unnötig. Aber gut, dazu hat natürlich jeder seine eigene Meinung, aber die Mehrheit ist eigentlich für unnötig.
Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Schaut auch meine anderen Videos an. Wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss, Baba und ciao, ciao.